Hey, ich weiß nicht, ob jemand von euch Perlit kennt. Das ist hier so weißes Zeugs. Perlit heißt das irgendwie. Und wenn man das so mit Erde zusammenmischt, kann man da Pflanzen drin wachsen lassen, die es immer feucht brauchen, aber die Probleme mit Wurzelfäule haben. Ja, und bei der Melone habe ich das mal ausprobiert im Garten. Ja, dieses, ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt, Melone im Garten, da vor einiger Zeit. Hier ist das Update, also mit Perlit in der Erde scheint es zu funktionieren, ohne dass man sie aufpropfen muss auf einen Kürbis. Ja, der Gartenvorstand war da gewesen, in meinem Garten, der große Sächsische vom Verband, und hat gar nicht so viel zum Glück zu beanstanden gehabt. Hat mir empfohlen, den Rasen nächstes Jahr durch Blumen zu ersetzen. Na, mal sehen, dass ich ordentliche Samen herbekomme, dass ich keine Neophyten mit drin habe. Die Eiche muss ich natürlich wegmachen und ja, ansonsten hat er mir zugestimmt, dass im Gesetz nichts von Rasenmähen drin steht. Ja, von daher habe ich gesehen, es läuft. Ne, der hat sich sehr gut ausgekannt, hat auch viel gewusst über das Zusammenwirken von einigen Pflanzen, dass wirklich welche in Symbiose zusammenwachsen können und überhaupt nicht dieses, ach, hier sind alles Pflanzen, die so nicht hingehören und sich gegenseitig bekriegen. Also so war es gar nicht gewesen. Da war ich positiv überrascht. Ja. Trotzdem hatte ich ja das Problem noch mit meinen Ästen. Ne? Ich möchte die nicht jedes Jahr zum Höhenfeuer schaffen, damit sie verbrannt werden, sondern ich brauche Humus in meinem Garten, ne, weil ich da vielleicht so 10 oder 20 Zentimeter Mutterboden habe und da unten drunter geht eine schöne Kieselsteinschicht los, so kann man es schon ungefähr sagen, mit Lehm. Und naja, da ist nicht ganz so viel mit Sachen anbauen, die ein bisschen mehr Nährstoffe brauchen. Ne, also muss ich da Nährstoffe hinbekommen und mit einem Häcksler diese ganzen Äste klein machen und dann in Hochbeete reinmachen, das ist ein Muss meines Erachtens. Und das war schon die ganze Zeit auf der Suche nach einem Häcksler, der funktioniert. Hab einen von einem Kumpel bekommen, der hat aber mein Strom leider nicht gereicht. Ich habe auch in meinem Gartenverein nachgefragt, ob die vielleicht einen Häcksler irgendwie in ihren Räumlichkeiten haben, den sie mir leihen können. Und da wusste auch niemand, was, dass da einer da wäre. Ja, und jetzt kommt Folgendes. Ende Juli war es gewesen, da kam die Waldfee zu mir, wollen wir es mal so sagen. Also die saß da in meinem Garten mit ihrem roten Kleid und haben dann praktisch nochmal die Vergangenheit Revue passieren lassen, um mit allem abschließen zu können. Und eines der Dinge, die da dazugehörten, war gewesen, bei einem Garten nochmal vorbeizuschauen, wo ein Kumpel von uns, also den ein Kumpel von uns hatte. Ne? Die Gartenanlage, also der Garten, der war in meiner Gartenanlage, wo ich auch einen Garten habe. Und da war die letzte Information, die ich da bekam, dass dieser Garten, so wie zwei andere Gärten, weil die ziemlich nah an der Bahnlinie vorbei führen, vom Gartenverein abgetrennt werden sollen und praktisch der Bahn, der Deutschen Bahn, wieder zugeteilt werden. Ja, also das heißt, die sind verwahrlost, ne? Da war kein Tor mehr dran gewesen, was verschlossen war und alles ist zusammengefallen. Und haben wir gedacht, das macht nichts, da einfach mal vorbeizugucken und mal in Erinnerungen zu schwelgen, ne? Wie das früher so war, wo der Garten noch benutzt worden ist von unserem Kumpel David. Ja, dann waren wir da drin. Haben uns umgeguckt, haben Strohhüte gefunden, die wir gerettet haben, haben eine schöne Sichel gefunden, die wir gerettet haben. Und dann bekam ich ganz große Augen, als ich in der Ecke einen Häcksler stehen sah, der nur 1200 Watt gezogen hatte. Ja, Problem ist, in meiner Gartenhütte habe ich nämlich keinen Strom, den muss ich mir selber machen. Und da habe ich einen Wechselrichter, der bis 1500 Watt geht. Ich hatte vorher einen Häcksler drin, der 1600 Watt gezogen hatte. Ich hatte gehofft, dass das trotzdem funktioniert, wenn man vielleicht anschiebt oder so, aber keine Chance. Häcksler anschieben würde ich sowieso davon abraten. Und da stand praktisch die Version, genau die Version, die ich gebraucht habe. Ne? Und gammelte da so vor sich hin.
Ne? Ein, zwei Jahre später und die Hütte wäre garantiert eingestürzt und ja, der Hexer wäre ganz verrostet gewesen sozusagen, er wäre gar nichts mehr gegangen. Also haben wir das Zeug gerettet, ne? In den Anhänger vom Elektroscooter gehauen und am helllichten Tage quer durch die Gartenanlage in meinen Garten, den Garten Nummer 33 gefahren und dort halt fröhlich ausprobiert und vor sich hingehäckselt. Tja, so weit, so gut. Dann war es aber ein paar Wochen später, da bekam ich Post von der Polizei, dass ich mich doch mal bitte bei ihnen melden sollte, weil ich einen Einbruchsdiebstahl begangen hätte. Ja, habe ich geguckt, wie es eichelt aus. Ja, da bin ich da dann natürlich hingefahren und habe ihnen erklärt, wie das zustande gekommen ist. Und dann hat sich herausgestellt, dass in unserem Gartenverein, ne, also wir haben einen neuen Vorstand gebraucht in unserem Gartenverein und haben jemanden gewählt, der nicht von hier kommt, ne, der aus schon ein bisschen weiter weg kommt, jedenfalls mit dem Hintergedanken, dass der unparteiisch entscheiden soll. Ne? So, und das kommt jetzt dabei raus, wenn in einer Gartenanlage jemand gewählt wird, der unparteiisch, hochdemokratisch entscheidet und jedes kleinste Vergehen da zur Anzeige gebracht wird. Ja. Naja, ist ja einmal gemeldet dann bei der Polizei, ne? Und jetzt bekam ich Post vom Staatsanwalt, von der Staatsanwaltschaft, sorry, dass ich 200 € zugunsten des Fördervereins Natur- und Umweltzentrum Vogtland e.V. spenden kann und damit wäre die Sache erledigt. Ja. Ja, hier nochmal im Detail. Ne, am 27.07. sind wir ins ungenutzte Gartenhaus Nummer 18, da war ja Gartenanlage Waldeslust. Und naja, hat sich dann rausgestellt, dass der Garten doch nicht dem Gartenverein, ja, dass der Gartenverein diesen Garten abgegeben hat. Ne, der hat trotzdem noch mit dazugehört. Und das war meine Information, die ich nicht hatte. Ne, da hätte ich fragen müssen, den Gartenverein. Tja, ob sie einen Häcksler haben. Ja, naja, gut. Jetzt habe ich einen Häcksler, darf dafür 200 € zahlen. Aber wenn es an Naturförderverein geht, bin ich dabei. Doch, das ist mir schon ganz recht. Ja. Und die 200 €, von wem will ich die wohl haben, hä? Naja, ich will sie ja nicht einfach so von euch haben, ne? Ich habe ja auch was dafür getan. So ist es ja nicht. Ich habe mir überlegt, was braucht ihr denn eigentlich, um einen kompletten REMF-Charger, so wie ihr ihn bauen wollt, in Gang zu setzen. Ne? Solche Dinger hier in Serie produzieren, ach, das würde mir übelst Nerven kosten. Aber ihr könnt sowas ganz leicht selber basteln. Ne? Kernstück ist das Einzige, was er braucht dafür. Der ist auch mit Umschaltung zwischen Freizockmodus, da würden die LEDs dann hier leuchten, was momentan hier der Fall ist. Hier sind die zwei LEDs, ne? Da ist es der LED-Modus an und er zieht relativ wenig, ne? 700 Milliampere. Bei so einer Batterie, ne, 1,7 Ampere müsste sie eigentlich Ladung abbekommen, das wäre ein Zehntel C. Das sind wir hier mit 700 Milliampere noch weit drunter. Und als Netzteil haben wir hier ein 19 Volt 2,3 Ampere Netzteil. Ne, schalten wir jetzt eine Stufe höher. Werden die LEDs überbrückt, ne, LEDs sind aus, nur die Vorwiderstandsreihe ist drin und dann kann man hier dann noch auf volle Pulle, volle Kanne gehen, aber dann gehe ich gleich wieder zurück,
auf 1,18, 1,19. Ich möchte es erstmal, dass er mit ein bisschen weniger gepulst wird. Die ist nämlich defekt hier. Da ist eine Zelle defekt. Da dürfte dann, die dürfte dann einen Kurzschluss gehen und dann müsste sie sich bei 12,8 ungefähr einpendeln. Ja, aber mit so einem RMF-Charger kann man ja alles laden. Ne? Egal, was man da vorhat zu laden, mit einem RMF-Charger geht's. Ich brauche ja dazu gar nichts mehr sagen normalerweise. Ja, der Erlös von diesen Dingern, den Link setze ich jetzt mal hier unten drunter. Da seht ihr nochmal, wo man die Dinger erwerben kann, und die genaue Bedienungsanleitung ist dann auch nochmal verlinkt, ja, dass man die auch so betreiben kann. Was mit dem Erlös davon gemacht wird, darüber seid ihr ja jetzt im Bilde, und sollte noch etwas übrig bleiben davon. Ach, ich weiß nicht, ob er es schon mitbekommen hat. Robert Murray Smith und sein Team haben die ersten Superkondensatorplatten, ne, industriell auf den Markt gehauen und haben jetzt Anleitungen veröffentlicht, wie man normale Autobatterien so umbaut mit diesen Aktivkohleplatten, damit sie 30% mehr Leistung haben. Und soweit ich weiß, lädt das Team von Robert Murray Smith noch normal, in Anführungszeichen. Und ach, mir kribbelt schon richtig in die Finger, da endlich mal einen RMF-Charger ranzuhängen. Also mit einem, ne, wenn da noch was übrig bleiben sollte von dem Erlös, werde ich da dem Robert Murray Smith etwas unter die Arme greifen und ihm da so ein paar Platten abkaufen, damit ich, oder wir, mal schauen, wie viele da dann mitmachen, so eine Batterie zusammenbauen und dann mal gucken, wie es mit RMF-Charger aussieht, ne, wenn die so schon 30% mehr Leistung haben sollte und bisher mit dem RMF-Charger alles geschlagen wurde, dann, ich bin so aufgeregt. Ja, seid ihr im Bilde, wie es wieder gekommen ist, damit eine kleine Serie von den RMF-Charger-Dingern unter euch verteilt wird. Noch ein paar technische Daten hierzu. Hier ist ein 41C verbaut als Transistor. Das heißt, er schafft maximal 60 Volt und 6 Ampere. Ich gebe die aber maximal nur für 5 Ampere raus. Ja, hier ist eine 5 Ampere Sicherung drin. Also maximal nur mit 5 Ampere befeuern, wenn der Ferritring dick genug ist. Ich habe ja auch welche mit dünneren Ferritringen. Also eine 3 Ampere Version, 4 Ampere Version und 5 Ampere Version habe ich da. Immer optimal auf 12 Volt Batterien abgestimmt, auch 24 Volt Batterien gehen damit, und die kleineren, ne, da könnt ihr dann sogar 40 bis 50 Volt ranhängen, die dann nur 3 Ampere bringen. Das schafft der Tipp 41C auch, also die ganze Bandbreite ist damit abgedeckt. Und hier, wie gesagt, der 3 Stufen Umschalter, und es gibt dann noch Anleitungen, wie ihr Ampermeter, Voltmeter mit anschließt, wo man den am besten einschaltet. Ne? Hier dann so ein Kabel durchschneiden, hier dazwischen dann einen Schalter machen, also über die Triggerstrecke ein- und ausschalten. Da könnt ihr die Lasten hier von 5 Ampere sicher hin und her schalten, wenn ihr ein- und ausschalten müsst und das automatisieren wollt. Ja, aber das Kernstück dafür habt ihr jetzt. Verzinde Enden, mehr Stecksystem mit normaler Kfz-Sicherung, die jeder irgendwo zu Hause hat. Und ja, damit dürfte man einiges machen können. Egal, ob ihr hier ein Netzteil anschließt oder eine Solarplatte, Hauptsache ist halt, dass die Spannungsdifferenz zwischen der Ladeschlussspannung des Akkus und der Quelle nicht mehr als 4-5 Volt beträgt. Das ist immer so der optimale Wert. Es geht im Extremfall auch mit 6, 7 Volt, aber bei 10 Volt ist dann schon Schluss mit lustig. Na? Weil die Spannung, die dann von der Quelle geliefert wird, kurzzeitig direkt auf dem Output gehauen wird. Und da ist es für eine 12 Volt Batterie nicht lustig, wenn sie dann nonstop 24 Volt Pulse kriegt. Ne? Mit 20 Volt Pulsen kommt sie gerade noch so zurecht. Ne? Die hat eine Ladeschlussspannung von 15 Volt ungefähr. Also wären das nur 5 Volt Differenz zwischen 20 Volt und 15 Volt, das würde noch gehen. Aber schon bei 24 Volt am Input sieht es dann kritisch für die Zellen aus. So als kleiner Hinweis noch. Gut,
Dann seid ihr im Bilde. Bis später.